Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir den Strom wieder eingeschaltet und jetzt ist hier jemand, der uns nicht so gerne mag, glaube ich. Wo ist der denn? Ah! Ging jetzt ein bisschen schneller weg als gedacht. Der lebt doch aber noch. Das kenne ich doch noch vom letzten Mal. Ja, moin. Okay, er ist tot, oder? Ja. Ich liebe dieses Ding. Ohne Witz, das ist ziemlich nice. Okay, und was soll ich damit jetzt tun? Ist so ein bisschen meine Frage. Soll ich da jetzt nur das Dynamit rausnehmen? Ja, anscheinend schon. Ich habe jetzt Dynamit. Super. Und was soll ich damit tun? Vielleicht dieses Ding wegsprengen? Okay, ja, anscheinend schon. Oh, oh. Renn! Ja, das hat funktioniert. Und auch krass, wie hier jetzt so ein fast perfekter Weg ist. Mensch. Also ich glaube nicht, dass das so beabsichtigt war. Das war total spontan jetzt, dass wir hier den Weg frei gesprengt haben. Och nö. Och nö. Och nö. Darauf habe ich gerade echt keine Lust. Hui. Konnten wir das nur einmal benutzen oder ist es jetzt wieder da? Nein, es fährt wieder zurück. Wow. Krass. Geht das jetzt wieder zu? Ist es das, was ich denke, was es ist? Eventuell will ich auch gar nicht, dass ich weiß, was es ist. Oder kann ich den Hebel nochmal betätigen? Nö. Von hier komme ich. Da hinten ist eine weitere Tür und hier ist es jetzt zu. Okay. Sehr interessant. Och nö. Oh oh. Ja, Mensch. Gleich doppelt so viel Spaß hier. Ciao. Ups. Chill mal, das war alles nur ein Unfall. Oh oh. Oh oh. Das war ein Unfall. Glaub mir. Ich weiß nicht, wir nehmen mal das hier, das reicht auch. Ein rotes macht da doch nochmal ordentlich was. Wir laufen hier jetzt erstmal ein bisschen rum und gucken, ob das Ding sich nochmal schließt. Oh oh. Oh, es ist wieder zugegangen. Hm. Ja gut, dann können wir mit ihm ja jetzt einfach das gleiche machen.
Ich frage mich, ob der so schlau ist und aus den Fehlern des anderen lernt. Halte ich halt leider Gottes so ein bisschen für ein Gerücht. Oh. Scheiße. Kann ich das wieder irgendwie entblockieren? Oder muss ich den jetzt auf die Oldschool-Art killen? Es sieht so ein bisschen nach Oldschool-Art aus. Ach nö, darauf habe ich eigentlich nicht so Lust. Kann ich denn irgendwas anderes benutzen? Zum Beispiel so eine Granate? Hilft die wohl? Okay. Das lenkt ihn schon mal ab. Nein, 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 mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Tschüss. So, Dude, guck mal, ich bin jetzt hier oben, hier kommst du nicht an mich ran, und ich benutze jetzt erstmal... Ach, das eine Kräuterle reicht erstmal. Mann, wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Okay, jetzt haben wir das Ding. Ja, das hat jetzt irgendwie bisher nicht so super geklappt. Oh oh. Aber ich glaube, das Ding können wir weiter nutzen, um uns so einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Tschüss. Ja, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Hier, eine Blendgranate. So, und jetzt, was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Ups. Scheiße. Oh oh. Ja, das ist jetzt alles irgendwie, also es läuft gerade alles ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Wir haben aber sehr viel Schrotflintenmunition, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir könnten theoretisch auch welche hiervon benutzen. Die blenden ihn ja tatsächlich. Hier. So, du Bitch. Und jetzt kriegst du hiervon was? Okay, du sollst dich umdrehen und rennen. Das empfehle ich dir, mein Lieber. Oh Mann. Tschüss. Renn. Ach komm. Das ist unrealistisch. Renn. Also ohne Witz, wir haben nichts Automatisches mehr. Doch, wir haben noch 22 Schuss Pistole. Wow. Mensch.
Das wird uns richtig weiterhelfen. Obwohl, vielleicht killt es ihn ja wirklich. So kommen wir wenigstens schon mal schnell von ihm weg. Und ich glaube nicht, dass das Ding jetzt plötzlich wieder funktioniert. Scheiße. Renn, 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 renn. Den gleichen Spaß nochmal. Tschüss. Okay, das könnte noch funktioniert haben. Das war knapp. Ein Hoch auf die Pistole, wofür ich jetzt keine Munition mehr habe. Naja, wenigstens ein bisschen Geld. 15.000, super. Dafür habe ich jetzt keine Munition mehr. Also munitionstechnisch sind wir jetzt echt am Ende. Wir haben gar nichts mehr. Super. Naja, vielleicht finden wir ja irgendwo was. Wow, Schrotflintenmunition. Davon besitze ich ja leider Gottes nicht genug. Och nö. Weißt du, das lasse ich jetzt echt zu mir kommen. Kannst du es eventuell einfach abschießen? Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg beschallen. Okay, super. Das hilft mir jetzt irgendwie wenig. Was ist das? Grünes Auge. Ja, aber dass man bei dem Typen einfach keine Munition kaufen kann, ist echt gerade mein Trigger von gerade. Macht Sinn, oder? Wo ist das Vieh? Du Mistvieh. Ach, come on. Meine Güte. Und vor allem diese komischen Augen, die bringen mich irgendwie nicht wirklich weiter. Jetzt kommt hier schon wieder so ein Mistvieh. Oh, noch mehr Schrotflintenmunition. Mensch. Da sind noch zwei davon. Moment. Der wartet halt einfach nur darauf, getriggert zu werden. Ah, das ist gerade so ein bisschen wie Taubenschießen. Ah, warte, wir kriegen... jetzt sind da plötzlich zwei. Also da bin ich dagegen. So. Jetzt haben wir's. Oh oh. Wo? Ah. Diese Mistviecher. Und vor allem haben die immer nur fast nur die Munition dabei, die ich eigentlich gerade am wenigsten brauche. Okay, ich habe gerade alle Munition leer. Von daher können die mir alle geben, außer Schrotflinte. Davon habe ich noch genug. So.
Aus der Wand, klar, da kommt es natürlich auch her. Tschüss, 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 tschüss. Kannst du es eventuell umbringen, indem du darauf schießt? Das würde mir schon echt weiterhelfen. Aber das ist gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht, um die Munition wieder aufzufüllen. Wenigstens so ein bisschen. So. Vielleicht haben die sich ja auch gedacht, dass man in den Riesen unfassbar viel Munition stecken muss und dass es deshalb gerade Sinn macht, das hier zu machen. I don't know. Was ist das hier? Ja. Ich hör's doch schon. Ich hoffe nur, die kommen jetzt von vorne und nicht von hinten. Wo denn? Es muss wie... Ah, okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, das eine Licht brennt schon mal. Das andere wird dann wahrscheinlich hier drin zu erleuchten sein. Hier steht immerhin kein ekliges Wasser drin. So, dann drückt man den Schalter und man hört auch schon direkt, wie wieder die Viecher spawnen. Och, es ist so nervig. Ja, es schmelzt einfach die Tür auf. So als wäre es Schokolade. Ach komm, als ob die schon hier sind. Ich hab doch geschossen. Aber es gibt hier wenigstens tatsächlich wieder ordentlich Munition. Das muss man ja echt sagen. Da gehen die Props doch mal raus. Oh shit. Okay. Da sind jetzt noch ein paar verunglückte Engel, Kappa. Ach, also langsam ist dann auch mal genug. Aber ich muss auch sagen, nach der, also jetzt mache ich hiernach noch eine Folge und dann ist auch Schluss für mich für heute. Dann habe ich heute 4 Stunden aufgenommen, aber wie gesagt, ich muss so ein bisschen für Weihnachten schon vorproduzieren. Und da macht es halt einfach am meisten Sinn. Da ist halt aber immer noch so ein, so ein Tor vor. Wie kriege ich das jetzt auf? Okay. Sieht schon wieder alles nach einer Falle aus. Wie gesagt, es sieht nach einer Falle aus. Schnell, 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 schnell. Was? Prüfen? Hier ist ein Hebel. Ja, warum nicht? Okay, der lässt, glaube ich, jetzt das mittlere aus. Genau. Okay. Was sind das hier eigentlich die ganze Zeit für komische Malerei? Naja gut, ich würde sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.